Also wir haben es jetzt geschafft, durchzukommen. Ich gehe mit Kuka auf Eis. Ich wollte es einfach nur nerven. Mein Kopf, alles dreht sich. Also wir sind jetzt Knightsbridge. Ich muss sagen, wir waren gerade jetzt fertig mit Harrods. Ich habe einen Duft gefunden, der mir wirklich zugesagt hat. Sagen wir drei, aber zwei davon waren bei über 1000 Euro und das war so dieses, will man sich sowas kaufen? In meinem jetzigen Stage von meinem Leben noch nicht, aber inshallah kommt das noch. Alle auf Zombie überall, Sahara wie. Jetzt in High Holborn. Keine Ahnung, Bro. Das sieht so. Es fühlt sich langsam wieder nach Standard-Endstadt einfach an. Also, ist jetzt nicht so clean, aber ich bin gespannt, wie gleich die Snacks aussehen. London riecht insgesamt besser als Hamburg, das muss ich sagen, oder generell als die meisten Ecken in Deutschland. Einfach angenehm. Es stinkt nirgendwo, es ist sehr sauber. Beziehungsweise die Ecken, die ich in der Innenstadt gesehen habe. Die Ecken, die ich in der Innenstadt gesehen habe, sind sauber. Wir sind jetzt bei Fish Place, probieren einmal kurz diese Fish and Chips ähnlichen Gerichte, aber ich bin guter Dinge, dass es eigentlich performt. Wir werden sehen. Ich habe ein bisschen Glück, ja? Kann sein, dass es eventuell doch nicht geschmeckt. Weil ich bin ein bisschen traumatisiert von der letzten London Experience. Da hat ja gar nichts geschmeckt und es hat immer Salz gefehlt. Die hier haben uns gesagt, mach extra viel Salz drauf, dass sie wissen, okay, die checken, dass wir Touristen sind. Aber wir sehen. 20 Minuten später. Nachdem wir jetzt durch sind, ich muss klar sagen, was für eine Überraschung. Aber das Essen hat wieder kein Salzgehalt. Null. Das ist schon das letzte Mal bei London ein Problem gewesen. Es ist ein Fremdwort für Engländer, Salz. Selbst nachdem wir Salz on top selber drauf gemacht haben. Schwierig. War nicht so nice. Fisch war okay, aber Bro, nach London zu kommen extra wegen Fisch. Dann einfach Backfischballer. Essen für Londoner Verhältnisse so eine 7,5 von 10. Für Londoner Verhältnisse. Für Deutschland Verhältnisse. Norddeutschland eine 4,5. Digga, das sind auf jeden Fall die nächsten Energies. Wir sind jetzt Tottenham Court. Ich muss sagen, es ist so unnormal voll. Hier ist so ein Ort, den würde ich nicht so dauerhaft besuchen wollen. Es ist einfach viel los, aber es ist schön. Ästhetisch her, von der Ästhetik her ist London einfach sehr, sehr clean. Das muss man denen lassen. Die haben sehr, sehr schöne Architektur. Die Leute sind sehr polite, aber ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen hinterhältig. Aber ansonsten sehr, sehr polite, wie gesagt. No sugar, no ice. Ich habe den Matcha jetzt irgendwo anders bestellt. Wo sind wir? Sind Your Naturally Fast Food. Die haben mir einen Matcha ohne Zucker gemacht. Und ohne Milch. Das ist clean. Bro, hier ist so gruselig, Digga. Ich weiß nicht, wie ich das beim letzten London-Trip irgendwie nicht bemerken konnte. Wahrscheinlich, weil die ganzen Leute mir nicht aufgefallen sind, weil ich mit zwei Jungs unterwegs war. Jetzt bin ich mit einem Bruder, nämlich dem Kameramann, und Tja, ich gucke mir ein bisschen die Leute an, diese Verhaltensweise. Die sind so isoliert, so abgeschottet. Und das komische ist, die haben alle so ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Verständnisse, aber gleichzeitig wollen die nicht anecken mit anderen. Das ist so, ich meine, ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr Erfahrung habt mit England, aber es ist für mich so weird, ich kann das nicht nachvollziehen. Die Leute gucken sich nicht gegenseitig an. Gucken so, wenn überhaupt. Wir gehen gleich noch Kimchi essen in einem Spot, den ich jetzt noch nicht weiß, wo der genau liegt. Zack,
das hier, dieser Matcha, den kann man eigentlich auch als Energy Shot zählen, weil, Bro, ich bin knocked. Es ist gerade nur ein reines, ich existiere, wir existieren. Ich muss einfach nur wach bleiben und schaffen, nicht einzuschlafen. Wir haben noch 27 Stunden, bis wir wieder wegfliegen von hier. Ich bin bis jetzt semi-müde, aber wir packen das. Bleib dran. Guck mal, wie ich dieses Ding zerstört habe. Ich weiß nicht, wie viele Kalorien da drin sind, so. Na, weißt du was, ich weiß auch gar nicht lesen. Nein, ich weiß gar nicht lesen. Ich weiß nur, es war gesund für mich und meinen Körper. Dementsprechend vernünftig. Ein paar Leute wurden hier fast inklusive uns angefahren. Jetzt mal verarscht, wir müssen Oxford Circus. Tamam.